Kundenabsagen und dir entgleitet die Situation immer mehr. Du hast das Gefühl, dass du die Kontrolle über dein Business komplett verlierst. Selbst die Kunden verraten dich jetzt, gerade in dieser Zeit, in der es so sehr darauf ankommt, dass sie für dich da sind. So, wie du auch immer für sie da warst, in ihren Zeiten, mit ihren Problemen. Jeden Tag klingelt das Telefon und bei jedem Klingeln durchzuckt es dich. Mit jedem Klingeln hoffst du, dass es nicht wieder eine dieser Kundenabsagen ist. Und wieder hörst du am Telefon, nein danke, ich melde mich im neuen Jahr. Nein danke, ich brauche erstmal keinen. Nein danke, ich warte ab. Und du erinnerst dich zurück, auch du wartest gerne ab. Auch du erkennst dich in der Situation wieder. Irgendwie hast du Verständnis, aber tief in dir weißt du, dass allein du die Schuld für solche Situationen trägst und nicht Corona. Du hast das Gefühl, dass du das nicht mehr im Griff hast. Du hast das Gefühl, dass du vielleicht irgendwie anscheinend es nicht wert bist, dass deine Kunden zu dir kommen, sie sagen Termine ab, ist es ihnen der Termin nicht wichtig genug? Du bekommst Selbstzweifel, du wirst unsicher. Du hast das Gefühl, dass du irgendwie anscheinend das Geld nicht wert bist. Dass du irgendwie die Mühen auch nicht wert bist. Dass du es nicht mal wert bist, dass ein Kunde kurz vorher einen Test macht. Anscheinend soll es ja an dir liegen. Oder liegt es vielleicht an den Kunden? Oder liegt es an der Situation? Das fragst du dich jeden Tag aufs Neue, wenn du abends in deinem Bett liegst und dich fragst, warum mal wieder so viele Kunden abgesagt haben. Absagen, das große Thema, das immer wieder die Beauty-Branche beschäftigt, das auch dein Business erschüttert, das dich auch tief in deinem Herzen jedes Mal erschüttert, das dich so enttäuscht auch zurücklässt und vor allen Dingen auch das, dass du immer wieder denkst, was kann ich tun. Dagegen, dass ich an mir selber zweifle, dagegen, dass du irgendwie das denkst, dass die Situation entgleitet, dagegen, dass du denkst, du wärst machtlos, weil du irgendwie ja schon immer die Schuld auf die Situation schiebst. Aber eigentlich weißt du tief in dir, dass du schon lange hättest handeln müssen, dass du schon lange etwas tun musst, damit du diese Situation entkommst. Und wenn es dir auch so geht, dass du das Gefühl hast, dir entgleitet die Situation, ja, und du hast schon viel zu lange gewartet und dich viel zu lange mit deinem Gedankenkarussell rumgeschlagen, dann ist es jetzt Zeit, dich auf eine kostenlose Beratung zu bewerben. Und zwar genau hier sich zu bewerben. Ja, füll einfach den Bogen aus, beschreib deine Situation und zusammen sprechen wir mit dir zusammen über deine jetzige Situation.